Hallo, hier DarkSaber mit Resident Evil Revelations. Wir schauen uns gerade endlich mal hier wieder ein bisschen um. Ich benutze nochmal kurz die Genesis, aber ich, ja, es sagt uns nichts an. Es steckt doch nicht aus. Also, ja. Schloss entfernt, okay. Ach so, ja, hier sind wir. Hier haben wir direkt unsere Waffenkiste. Sehr schön. Zu erhalten, Schaden 2 Punkt. Ja, 2 Punkt. Dann schauen wir nochmal. Bisher haben wir... Moment, wir haben nur die Pistole, oder? Stimmt, wir haben bisher nur die Pistole. Wir können auch nicht wechseln, weil wir nur diese beschissene Pistole haben. Daher werde ich erstmal noch das hier mit draufpacken. Aber wir können das ja dann später... Ah, okay. Ah ja, wir haben... Ah, okay. Gut, gut. Verstehe. Nee, komm. Ich will das andere. Oh, ich... Genau das. Okay. Okay, und bei der Schrotflinte gibt es dann Sinn, dass ich da dann nur 10 raufpacke, weil... Obwohl, eigentlich ist das egal. Ja, wird schon klappen. Und bei der Pistole, finde ich, muss die Feuerrate auch nicht so hoch sein. Das könnte ich dann hier später vielleicht bei einem Sturmgewehr oder so mit heranpacken. Ja, das überlege ich mir noch. So, aber so bleibt das erstmal. Dazu brauche ich ja sowieso erstmal... Sagt mir irgendwas an. Ja, das ist mir beim letzten Mal aufgefallen, dass ich hier gar nicht geschaut habe. Pistolenmuni, ne? Immerhin. So, was war denn... Was war denn hier? Ich laufe mal hier einfach durch. Ist das schlau? Ja, schau einfach mal. Achso, so. So, ich muss mich erstmal orientieren. Hier scheint auch nichts weiter zu sein. Hier brauchen wir ein Kartenlesegerät. Du schon wieder. Muss ich näher ran. Oh, ich meine 10% mehr. So, das weiß ich, habe ich beim letzten Mal auch wieder vergessen gehabt. Die brauchen wir. Oh, dann nutzt man das doch direkt mal. So, war das eigentlich nicht geplant?
Europa. Ah, wo ist denn dieser Notfallkommunikationsraum? Irgendwo da hinten. Ah, toll. Auch wenn das jetzt super aussieht und so weiter, hier wollte ich noch gar nicht hin. Ich wollte erst die Schrotflinte holen. Ich muss mal kurz mein Handy anpacken. So, Moment. Ja, das hier werde ich dann gleich rausschneiden, ist vielleicht... Obwohl, eigentlich sind das vielleicht ein paar Sekunden. Und... Sonst sehe ich mich auch nicht, wann der Timer aus ist. So. Okay. Ja, eigentlich will ich ja nur... Da müssen wir mal hin. Gut, dass dies geklärt ist. Wir gehen erstmal rüber und holen uns wieder extra Punkte, dann kriegen wir mal... Ja, kriegen wir fast so. 12%. Das hat sich doch gelohnt. Hier haben wir eigentlich erst die Waffen geholt gehabt. Also wenn ich jetzt hier ein bisschen so noch... mehr oder weniger... Ah, doch. Das ist es doch. Genau richtig. Windhelm aufgenommen. So. Auch wenn es nur 3% sind, Kleinvieh macht auch Mist. So. So, sonst ist hier nichts weiter. Na gut. Jetzt können wir alles andere gerne machen. So, ja, also sorry nochmal für den ganzen Umweg, aber ich wollte das halt, wollte wenigstens die Schrotflinte jetzt haben, die ich jetzt noch nicht, gar nicht nachgeladen habe, stelle ich gerade nebenbei fest. Das sollte eigentlich, denke ich, erstmal für den Anfang ausreichen. Aber ich habe von der hier gerade so noch so viel, daher werde ich die erstmal benutzen. So, gehen wir erstmal hier lang. Es gibt bestimmt noch mehr mit diesem Steuerrad. So. Hier geht's auch noch irgendwo lang. Oh Gott, wie viele... Nee, viel höher geht's gar nicht. Wir sind jetzt quasi auf der höchsten Etage. Ah ja, hier haben wir einen Fahrstuhl, der nicht funktioniert. Okay, wir müssen wohl dann erstmal einen Weg finden. Solarium. Gut, ich glaube nicht, dass sie jetzt Interesse daran hätten, gebräunt zu werden.
funktioniert nicht, schon klar. So, von dort sind wir gekommen. Trotzdem würde ich dann noch mal gerne... Oh, ich will jetzt am liebsten einfach überall rein. Aber ich glaube, am klügsten ist es einfach erstmal der Mission zu folgen. Oder? Naja, ich glaube, ich werde beim nächsten Mal einfach mal hier reinschauen. Das geht ja flott voran. Dies war's von der 15. Folge von Resident Evil Revelations. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Euer Darksaber. Bis dann.